Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Alan Noir und wir sind da gerade dabei, das Haus von der Familie Blake zu untersuchen, um Hinweise zu finden, warum ihr Mann jetzt verschwunden ist oder wohin oder was mit ihm. Schauen wir mal. Ihr Ernst Fontaine. Lie down, make yourself comfortable. So, your friend of Courtney's. Yes, Doctor. He seems very concerned about you. I have these visions. These blinding visions. I can't get them out of my head. My skull, it feels like it's in a vice. I want to give you something to calm your nerves. Ja, das ist natürlich wieder mein Arzt. Ne? Gleich mit der Spritze bei der Hand und dann ein Jauchkerl gesetzt. Ja, alles Leben ist Chemie, Leute. I want to take you on a journey. A journey back. I want you to remember the good things about your past. Occasions that made you laugh. Times that made you smile. Ja, das möchten wir alle. Ich will den Stoff auch haben. Okay, irgendwann kommen wir schon dahinter, was das alles zu bedeuten hat. Dann gehen wir den Raum einmal durch. Und diese süßen Bilder überall. Also in den engen Räumen zu manövrieren mit der Kamera, tut mir leid, das geht nicht besser. Da haben wir anscheinend alles. Das ist jetzt die Küche einmal, ja? Insta-Heat. Adrian Black, Insta-Heat-Kunde. Datum 4.1. Ja. Ja, 4.1. ist das. $12 Klempnerarbeiten, $11 Lieferung. This was only recently installed, not 2 days ago. Maybe it's time we took a look around outside. Ja, wir schauen uns das mal an. Insta-Heat. Der neue automatische Heißwasser rund um die Uhr, ja. Gasbetriebene Wasserboiler mit. Die kommen gut. So. Da geht's nach draußen, Staubsauger, da können wir noch rein. Ah, das ist ein alter Wäschetrockner, schaut euch das an. Cool. Ja, da gibt's nichts. Oh? Was ist jetzt? Optimistic Call. Ja. Ich greife mal immer zu, wenn es was zum Ansehen gibt. Everything here is going to be relevant. Das werden wir dann schon noch rauskriegen im Laufe des Spiels, was da relevant ist und was nicht. Da gibt's noch Zettel an der Wand, da gibt's eigentlich nichts mehr. Und was hat uns noch gefehlt? Da können wir nicht rein. Und da waren wir auch schon. Tja. Dann gehen wir mal raus in den Garten. Lasst ihr uns da nicht raus, oder was? Doch. Ja. Wenn wir nichts finden, dann werden wir mal... Komm. Ah, das ist die falsche Seite. Sorry, Leute. Wir laufen kurz mal rund ums Anwesen. Aber ist ja wirklich schön hier, ja? Da ist die Küche. Was haben wir da? Maybe. No. Maybe, ja. Du bist auch so ein Detektiv. Da ist die Küche. Ja, und da genau sind wir zu Hause, glaube ich. No use leaving the thing half finished. Ja, dann heben wir mal was auf. Und das
Passt daher, ja. Dann nehmen wir das andere. Ja, Kupferzeug. Die haben noch Kupfer verwendet. Perfekt. Und das dürften Bleirohre sein. Aha. Ah, darauf. Perfekt. Und eines haben wir noch. Einen haben wir noch. Daher? Ja. Ja? So the pipe missing from Mr. Black's here is the same one that killed him. Huh. Seems like the assailant is a little closer to home. Du gehst schon wieder von einem Verbrechen aus, Hansi. Hört ihr die Musik? Wir haben Beweise. Beweisaufnahme abgeschlossen. Jetzt gehen wir zur Befragung über. Wo ist denn unsere nette Hausfrau? Ah, da sitzt die, unser Freund schon. Na gut. Gehen wir es von vorn an durch und fragen mal. We found a receipt in the trunk of your husband's car for a live pig. This receipt was made out to an F. Morgan. A pig? Ein Schwein? Adrian runs a tool business. That would be Frank Morgan. God knows what he's up to. Wichtige Person aktualisiert, Frank Morgan. Ja, du schaust so vertrauenserweckend an aus, das werden wir dir glauben. What makes you say that about Morgan, ma'am? He's the foreman at my husband's plant. A very shady character. I've told Adrian he needs to keep his distance from the staff. They're always out drinking together. A shady character, habt ihr das gehört? Gut, dann schauen wir mal, was es mit der Brille auf sich hat. When he left here yesterday? Yes, he just bought a new pair. Eine neue? Jetzt glauben wir das auch, natürlich. Go on. I kept telling him to throw those old ones away. He tried to repair them with tape. They looked terrible. Ja, Aufenthaltsort. Schauen wir mal. Did your husband tell you where he was going last night? All he said was he was gonna meet Frank for a drink. Ja, die ist nicht nervös, gar nichts. Die glauben alles. Nothing out of the usual, man. Well, he came home early from work. He never comes home early. And he went out early, too. He normally never leaves for the bar till about 7. Ja, und dann sollen wir das fragen überhaupt. Aber die haben ja schon getrennte Schlafzimmer. Tell us about the photo of Adrian in the bedroom. What is there to tell? It's from his most recent business trip to Seattle. Ja. What was the purpose of Adrian's trip to Seattle, Mrs. Black? He was meeting with some distributors. Adrian said that it was important to make contact interstate if he was going to grow his business. Das haben wir vermasselt. Ja, wieso denn? Anscheinend hat sie gewusst, dass sie eine Freundin hat. Ja, was soll's. Your husband frequents Kavanaugh's bar. How did you know that? Adrian practically lives there after work. Ja, das. So Adrian spends a lot of time there. Up until recently, he's been away in Seattle a lot on business. Ja, und dann das Alibi für dich, junge Frau. I think you should come clean with us, Mrs. Black. Your husband is missing, and after our search, I'm willing to call the circumstances suspicious. Can you account for your movements last night? You're not accusing me, are you? Oh, what an awful thing to say! I was here all night, of course, waiting for Adrian to come home. Ja, warum soll ich dir das nicht glauben? Wir haben auch keine anderen Beweise. Ja, was soll's. Is there anyone who can vouch for that? Well, no. I was here alone. I cooked Adrian's dinner and waited, but he never came home.
We'll keep you informed, Mrs. Black. Please do, Detective. Ja gut, also wir haben da jetzt eine Frage wieder vermasselt, weil wir ja den Instinkt nicht hatten. Ich habe auch nicht gedacht, dass sie das weiß. Ich habe gedacht, das ist eine geheime Labaffaire, aber wie hätten wir da argumentieren sollen? Ah, gut. Dann schauen wir noch einmal kurz in unser Notizbüchlein. Noch einmal die Personen, die wir da haben. Das ist unser Zeuge, Nick Wilkie, Adrian Black, Margarete Black und Frank Morgan. Das ist der Vorarbeiter, ja? Gut, dann haben wir die Hinweise. Das Fahrzeug, Blutflecken, Quittung des, ja, eines lebendigen Schweins, und das ist auf dem Vorarbeiter ausgestellt worden, ja? Den Geldbeutel, die Brille, die ist die alte Brille, denn er hat ja eine zweite auch noch. Also, ja, vielleicht trägt er die sogar noch. Das blutige Rohr, ja, das kam von der Installation hinterm Haus. Das Zugticket, ja, wir schwören fürchterliches. Brillenetui, ja, das haben wir. Die versteckte Nachricht von der Freundin, ja. Kevin, das Streichholzbrief, ja. Und die Rechnung von... Und den Wasserboiler. Cool. Okidoki, wir haben jetzt da noch das nächste Ziel einzugeben, nämlich Cavernous Bar. Okay. Leute, wir machen hier wieder mal einen kurzen Schnitt. Und sehen uns gleich wieder, nehme ich an, auf dem Weg zu Cavernous Bar, wo wir wahrscheinlich den Barkeeper befragen werden. Bis dann. Euer Toso. Ciao.